Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Sie haben ihn geschlagen bei Uhud. Er hat einen Bruch, sallallahu alaihi wasallam, im Fuß und hat eine Verletzung in seinem Gesicht und gegen den Götzendiener. Er sagt, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la hadith Bukhari. O Allah, vergebe meinem Volk, die mich gerade geschlagen haben, die gerade 70 von meinen Leuten getötet haben. Ja, Allah, vergib ihnen. Sie wissen nicht, er hat Angst, dass Allahs Strafe kommt und dann sie alle vernichtet werden. Nein, das wollte er nicht, sallallahu alaihi wasallam. Ja, Rasulallah, komm mal bitte zu unserer Zeit und guck, was mit deiner Umma ist. Es geht nicht hier nur um Juden und Christen. Es geht um die Loyalität und Lossagung innerhalb der islamischen Umma. Ja, ich sage mich los von demjenigen, der meines Scheichs folgt. Ja, ich sage mich los von dem Mubtadi', von dem Erneuerer, von dem Neuerungsträger, von dem Fasik. Ich sage mich los von Ikhwani. Ich sage mich los von Shiri. Ich sage mich los von dem Ibadi. Ich sage mich los von Zaydi. Ich sage mich los von Ash'ari. Ich sage mich los von Mu'tazili. Ich sage mich los von Sufi. Ich sage Allahu Akbar. Und das alles nicht nur in eine Richtung. Es geht in allen Richtungen so zurück. Du schießt ihn und er schießt auch zurück. Und dann, ihr könnt mal an dieser Landschaft vorstellen von oben mit Pfeilen, ja, wie wir einander schießen. Ein Beispiel dafür. Ein sogenannter Gerechtigkeitskrieg, der gerade jetzt in Jemen von Saudi-Arabien geführt wird und auf der anderen Seite von Iran geführt wird. Alles im Namen des Islam. Diejenigen, die mit Saudi-Arabien sind, sagen, ja, wir tun das für das Sunna-Territorium. Wir müssen das sichern. Denn Iran hat immer mit ihrer Politik weitergemacht, dass sie so viele Territorium von Ahl-Sunna wieder übernehmen. Die Iraner machen mit ihren giftigen Politik das Gleiche. Alles im Namen von Sunna und Schia. Lass bitte unsere Sunna und Schia in Ruhe. Lass bitte unsere Religion in Ruhe. Sprich nur eure Politikpläne, die ihr habt. Eure Pläne und eure Machtstrategien. Lass mal die Sunna in Ruhe. Lass mal die Sunna in Ruhe. Und lass mal die Schia in Ruhe. Wallahi, Ikhwan, in dem Jemen. Ich sage es euch, fragt jeden Jemeniten, jeden einzelnen Jemeniten. Haben über 100 Jahre Zaydiya, wal Ibadiya, wal Asha'ira, wal Schia, wal Sunna. Alle miteinander gelebt. Total im Frieden. Freunde und Brüder und Schwestern. Gar keiner von der Allgemeinheit der Menschen hat irgend diese Pflanze überhaupt den anderen zu hassen wegen seiner Glaubensrichtung. Lasst uns mal in Ruhe. Lasst uns im Leben und im Frieden leben. Lasst uns mit unseren Geschwistern von den Schia, mit unseren Geschwistern von Zaydiya und Ibadiya friedlich leben, dass wir einander im Guten unterstützen und dass wir das Beste daraus machen. Oder willst du nur schwarz-weiß? Jeder wird den anderen aus dem Planet auslöschen. Das kannst du nicht. Das wirst du nicht. Und die Schia und Ibadiya und alle möglichen Gruppen, sie werden ewig bleiben auf dieser Erde, bis es aufhört. Die Juden und Christen werden ewig bleiben. Die Buddhisten und alle und Feueranbeter und Majus und die Hindus und alles. Walau sha Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Walau sha Allah la amana. Kullu man fil ardi jami'a. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Warum lesen wir nicht den Koran? Warum lesen wir nicht den Koran? Warum nicht? Hört mal, was Allah sagt. Wenn Allah wollte, hätte er alle Einwohner der Erde zu Gläubigen gemacht. Willst du, O Muhammad, hört mal, willst du, O Muhammad, ihnen den Glauben aufzwingen? Willst du das tun? Willst du ihnen den Glauben aufzwingen?
Lass die Menschen glauben, wie sie wollen. Ma alayka illa al-balagh. Dir obliegt nur die Botschaft. Ma alayka wa ma arsalnaka alayhim hafiza. Du hast keine Verantwortung ihnen gegenüber. Ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay. Jeder kriegt seine eigene Abrechnung. Du kriegst die und sie kriegen ihre eigene. Tue, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Verkünde die Botschaft. Punkt. Verkünde die Botschaft. Punkt. Und lasst uns mit unseren Brüdern von Schia friedlich leben. Jetzt manchen, deren die Menschlichkeit von dem Herzen geklaut wurde, nur weil er hört unsere Geschwister Schia, er bekommt ihr Gänsehaut. Er sagt, was ist mit diesem Euro-Muslim Abdul Azim? Was ist mit diesem Muftadir Abdul Azim? Was will er mal schaffen? Ja. Er will die Menschlichkeit wieder in unseren Herzen wieder lebendig machen. Nachdem diese Menschlichkeit uns geklaut wurde, nachdem wir versklavt wurden, ja, sie sind unsere Brüder und Schwestern. Sie glauben an Allah im jüngsten Tag und glauben an das Buch Allahs und besonders die Allgemeinheit, ja, Ikhwan. Die Allgemeinheit sind, ich sag's euch mal, jetzt wieder ein gefährlicher Satz. Wieder ein gefährlicher Satz, die wird mich in Dreck ziehen. Viele von der Allgemeinheit von Ahlu Shia sind genauso wie die Sunniten und sie sind von Taifa Najia und sie sind von der geretteten Gruppe am Tag der Auferstehung. Und sie werden nicht im Feuer sein und gar nicht. Viele von denen. Wie? Ja, der hat gar nicht über Ismat al-A'imma, die Unfehlbarkeit der Imame gesprochen. Er hat gar nicht über Omar und Ali und Uthman und diese Sachen. Er ist so geboren, Schi'i aufgewachsen, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, und so in seine freie Zeit, er ackert und arbeitet in den Imbiss und Döner und weiß ich nicht, und er hat seine Kinder und von den Kindern geht er verreisen und so, bis er stirbt. Bis er stirbt. Ein ganz normaler Muslim. Wie viele andere Sunniten, die keine Ahnung über Aqida von einem Sunna in vielen Hinsichten haben. Lass mal die Menschen in Ruhe. Lass mal die Menschen und feuert sie nicht gegeneinander an. Heutzutage wird in Jemen das Gleiche stattgefunden. Die Saudis mit ihren politischen Plänen und alle, die mit ihnen sind. Und die Iraner mit alle ihren giftigen Plänen in dem Territorium. Beides nutzen die Politik. So war es immer in der Geschichte. Unser Islam wird geklaut. Wird uns von unseren Händen genommen. Der wird bis heutzutage missbraucht, ja, Ikhwan. Das ist die Wahrheit. Das ist die Tatsache. Und wir, alles im Namen der Loyalität und Lossagung.